Wir begehen heute die 18. IPOS-Sachverständigentage und wir haben wieder einen neuen Besucherrekord, 800 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum. Was mich besonders freut, was auch den Charakter der Tagung auszeichnet, ist, dass über 500 dieser Teilnehmer Absolventen unserer Fachfortbildung und des Masterstudiengangs sind. Also das, was die Grundidee dieser Sachverständigentage war, ein Absovententreffen zu schaffen, Absolventen und Dozenten zusammenzubringen und über aktuelle Themen des Brandschutzes zu diskutieren, das hat den Charakter der Tagung ausgemacht und tut es bis heute. Die IPOS-Sachverständigentage haben mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert in Deutschland errungen. Sie sind eigentlich zusammen mit der Feuertrutzmesse in Nürnberg und mit den Braunschweiger Brandschutztagen so die renommiertesten Veranstaltungen, auch insbesondere im Bereich der Größe mit der Begleitmesse, die wir in Deutschland haben. Ich hole mir hier Informationen, um dann sozusagen mein nächstes Jahr zu planen, was für mich an Fortbildung wichtig ist. Es ist für mich nicht getan damit, die IPOS-Kurse zu besuchen und abzuhaken. Man muss dranbleiben. Deswegen bin ich heute hier. Als Referent macht es mir zum einen selber sehr viel Spaß, denn ich glaube, die Referenten lernen selber fast mehr als alle anderen. Die Vorbereitung macht ein Riesenvergnügen. Und man bekommt sehr, sehr viel von den Menschen, die an den Veranstaltungen teilnehmen, zurück. Die Fragen und Reaktionen bringen einen immer wieder auf Trab und halten einen frisch, sodass das Thema niemals vertrocknet. Das große Thema der heutigen Tagung ist, der Teufel steckt im Detail. So haben wir diese Tagung auch überschrieben, denn es gibt viele Feinheiten, Begriffe, die eigentlich jedem Brandschutzplaner geläufig sind. Da muss man auf die Feinheiten achten und das wollen wir auf dieser Tagung rüberbringen. Der Grund, warum wir hier zu dieser Ausstellung kommen, ist eigentlich der, weil wir hier sehr viel Fachpublikum haben, unsere Technik darstellen können und zeigen können, welche effizienten Lösungen es im Brandschutz gibt. Die IPOS-Sachverständigentage sind in den letzten Jahren ja stetig gewachsen. Begonnen haben wir damals als Aussteller im Kulturpalast. Da waren nur, glaube ich, 10 Aussteller. Ja, man sieht jetzt ja, dass nicht nur die Teilnehmerzahlen wachsen, auch die Aussteller wachsen, die Qualität der Besucher nimmt ständig zu. Wir treffen hier unsere Partner und unsere Partner erwarten auch, dass wir hier sind. Und es ist hier eine Plattform, wo wirklich hochsensible Leute bezüglich des Brandschutzes anwesend sind, mit denen wir zu wichtigen Fragen diskutieren können und wo sich auch wichtige Projekte anschließend entwickeln. Die IPOS-Sachverständigentage sind keine Messe, sondern wir sind ein Fachkongress mit einer begleitenden Fachausstellung. Wir möchten, dass die Teilnehmer der Tagung sich auch neben den Vorträgen in der Ausstellung informieren. Deswegen konnten wir 71 Aussteller gewinnen, die hier ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Wir versuchen natürlich jedes Jahr, die Tagung attraktiver zu machen. Und in diesem Jahr konnten wir 2 Firmen, SVT Brandschutz und die Heinrich Schmid GmbH und Co. KG gewinnen, wieder live Brandversuche im Außengelände zu machen. Natürlich darf auch die Abendveranstaltung nicht fehlen. Die Teilnehmer können hier ihre Diskussionen, die während der Tagung aufgekommen sind, mitnehmen in ein gemütliches Ambiente bei einem Glas Bier und bei einem schönen Essen weiter diskutieren über die Probleme der Brandschutzwelt.